Ja, jetzt geht es zum Wuppertaler SV. Ich habe eben gesehen, über 1000 Fans werden euch begleiten. Die sind richtig euphorisch. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft jetzt als Dritter und als Jäger der ersten beiden oben in der Tabelle? Ja, wir sind natürlich auch absolut heiß. Wir sind froh und auch stolz darauf, da oben zu stehen und wollen natürlich jetzt am Wochenende an die letzten Leistungen, sprich Düsseldorf und auch Dortmund vor allem anknüpfen im Wuppertal. Was wird das für ein Spiel und wie schätzt du den Gegner ein? Der Gegner ist ein ziemlich robuster Gegner, der mit sehr viel Wucht nach vorne vor allem spielt, auf zweite Bälle geht. Jetzt nach dem Trainerwechsel auch teilweise das Spiel ein bisschen verändert hat mit Ball, aber wir sind gut darauf eingestellt und klar ist auch ein gewisser Westschlager auch und wollen natürlich mit einem positiven Ergebnis dann nach Hause fahren wieder. Im Hinspiel hast du ein richtig schönes Tor gemacht, am letzten Spieltag auch, aber du bist im Moment nach den Verletzungen auch so ein Spieler, der oft von der Bank kommt. Hast du denn so ein Gespür dafür, ob es diesmal vielleicht auch für die Startelf reicht? Das werden wir sehen. Das wird der Trainer dann wahrscheinlich mir morgen mitteilen oder das werde ich dann morgen sehen. Ich lasse mich da überraschen. Wenn es so kommen sollte, freue ich mich natürlich, versuche meine Chance zu nutzen und wenn nicht, dann komme ich halt dann vielleicht auch dann wieder rein und werde dann auch meine Leistung abrufen. Wie wichtig ist für euch jetzt so ein Sieg in Wuppertal, gerade im Hinblick auf die Tabellenspitze? Schaut man da als Spieler auch drauf? Ich weiß, ihr habt in der Kabine eine interne Tabelle, aber so der Blick nach oben, also die Fans schauen schon mal ein bisschen nach oben. Schielt man da ab und zu am Wochenende auch schon mal ein bisschen mit nach oben? Klar, jetzt auch mit Hinblick aufs Wochenende wollen wir natürlich möglichst gewinnen, absolut. Dann kommt Erntebrück am Mittwoch hier hin zum Nachholspiel und dann haben wir auch Oerdingen hier. Das kann natürlich dann auch eine ganz interessante Sache werden. Wir haben die interne Tabelle, wovon jeder spricht. Ich bin ehrlich, ich gucke mal am Wochenende auf die Tabelle, aber ich mache mich da jetzt auch nicht verrückt. Ich denke von Spiel zu Spiel, versuche dann auch die Leistung abzurufen und dann schauen wir, was bei rumkommt. Merkt man das denn auch in der Kabine und beim Training, dass der eine oder andere sagt, boah, wir sind jetzt am Ende der Saison ganz oben mit dabei, jetzt geht es Schlag auf Schlag in den englischen Wochen. Wir haben jetzt vielleicht die einmalige Möglichkeit, ganz oben mitzuspielen? Ja, wir sind heiß, wir freuen uns da oben zu stehen, wir freuen uns der Jäger zu sein in dem Sinne, die beiden oben da ein bisschen zu ärgern auch oder Druck auszuüben und ich sehe das jetzt nicht als gewissen Druck, sondern als Bestätigung unserer Arbeit und wir wollen da einfach so genau weitermachen. Gestern gab es die Auslosung im Pokal, es geht nach Euskirchen, ist das so ein bisschen so ein Glückslos gewesen oder ist das trotzdem ein schwerer Gegner? Was heißt Glückslos? Als Aachen, sage ich mal, kannst du natürlich gegen Euskirchen auch sehr, sehr viel verlieren. Ob es dann jetzt dann am Ende Viktoria Köln oder Fortuna Köln dann in der Auslosung auch dann gewesen wäre, weiß ich nicht, inwiefern das dann von Vorteil oder Nachteil ist. Jetzt haben wir Euskirchen, wir wollen so oder so ins Finale und dann geht es jetzt halt auch Euskirchen auszuschalten, ganz einfach. Es laufen die Planungen für die kommende Saison. Bist du auch schon abends zu Hause im Bett, mit Gedanken im Bett und denkst, wo geht die Reise hin? Bleibst du in Aachen oder... Gibt es Angebote? Wie sieht das bei dir persönlich aus? Oh, ich bin da ganz entspannt. Also ich zerbreche mir jetzt da nicht den Kopf oder habe schlaflose Nächte. Der Trainer hat schon mit mir gesprochen und wir sind da im engen Austausch, was die Zukunft angeht. Und ich denke an das Hier und Jetzt und mache mir da jetzt keine Gedanken. Oder zerbreche mir jetzt nochmal den Kopf. Alles gut. Danke.